Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 8 Extreme Legends. Im letzten Mal haben wir die Verteidigung von Shang Yong gemacht. Eine wirklich schwierige Belagerung. Schlachte muss nur einmal gegen 10 gegnerische Offiziere nebenbei. Xin Zhai, Guan Yinping, Gan Ning, Zhou Tai, Ding Fang, Lian Shi, alle auf einmal muss man besiegen. Echt schwierig. Aber haben wir geschafft. Und jetzt geht's weiter mit der Verteidigung der neuen Burg Hefei. Wenn sich da nichts ändert, wenn es kein What-If-Szenario ist, dann geht es darum, dass Wei bzw. Sima Chao und Zhugedan sich in den Körper gekriegt hatten. Und ja, die hatten beide so ihre eigene Strategie. Beide Schlacht am Osttor. Und ja, weil die beide ihre eigenen Sachen durchsetzen wollten und nichts Gemeinsames geplant hatten, ging die Strategie dann total in die Hose. Wei hat einen riesen Rückschlag erleiden müssen. Und Wu hat tatsächlich gegen Wei gewonnen. Und Wu fand das jetzt mega cool. Zhugeke griff einfach mal die Burg Hefei an. In der Hoffnung, dass er jetzt so mächtig ist, dass er ganz Wei besiegen kann. Ja, ein bisschen dämlich von ihm aber auch. Aber er hat sich jetzt so cool gefühlt durch diesen Sieg, dass er dann direkt zur neuen Burg Hefei marschiert ist. Also wenn es das ist, dann habe ich es jetzt richtig erklärt. Wenn nicht, dann erfahren wir gleich was Neues. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass sie nicht ganz so geil war. Gut. Die Verteidigung der neuen Burg Hefei. Wu ist beim Versuch, Wei zu besiegen, in die neue Burg Hefei vorgedrungen. Halten Sie den feindlichen Angriff stand und unterstützen Sie Verbündeten, die die Burg verteidigen. Gut, mal schauen, wem wir da gleich spielen. Wahrscheinlich Zhugedan. Während viele beim Versuch, ihre Ziele zu erreichen, umkamen, hatte Sun Quan sehr großen Erfolg. Er bereitete sich stets auf die unvermeidbaren Schlachten vor und stärkte seine Armee, bis er Wei schließlich angreifen konnte. Wei war sich seines Handelns bewusst und wollte die Situation mit einem Angriff auf das Osttor unter Kontrolle bringen. Doch sie wurden aufgrund eines taktischen Fehlers von Zhugedan vernichtend geschlagen. Wu Sun Quan nutzte seinen Vorteil und entschied, Wei weiter anzugreifen. Er stellte eine riesige Armee auf und rückte auf die neue Burg Hefei vor. Für das Reich Wu war es die Möglichkeit, sich für die demütigende Niederlage zu rächen. Sie waren siegessicher, als sie die Burg in ihrer großen Überzahl umstellten. Sima Yi schickte darauf seine jungen und talentierten Offiziere in die Schlacht. Sima Chao, Wang Yuanji und Zhugedan, der noch immer über sein Fehler zu entfernen war. Würden diese drei Krieger, die die Zukunft Weis auf der Schulter trugen, die Belagerung des Tigers durchbrechen können? Oh, 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 da sind aber viele Fehler. Sun Quan hat nichts mit dem Tiger zu tun. Das war sein Vater, Sun Jian, der als Tiger von Jiang Dong bekannt war. Totaler Bullshit, weil Sun Jian schon lange tot ist. Normalerweise griff Zhugeke die Burg an. Und hier wird irgendwie gesagt, Sun Quan will sich jetzt rächen, aber die haben doch die Schlacht am Osttor gewonnen. Was ja auch dadurch bestätigt wurde, dass es da eben hieß, dass Zhugedan noch immer, ja, so ein bisschen verzweifelt war an seiner Strategie, weil es halt fehlschlug. Weil er halt beim Osttor nicht erfolgreich war. Also WTF, hä, es ist totaler Schwachsinn. Ich weiß es auch nicht wirklich, wo der Sinn dieser Schlacht ist. Also totaler Scheiß hier, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Aber gut, wir spielen mit Zhugedan. Wenn er seine Fehler jetzt wieder gut machen will, dann geben wir auch mal die Gelegenheit dazu. Sechste Waffe. Durchbohrende Strahlen, noch nie gemacht. Die ist auf jeden Fall viel, viel besser als die fünfte Waffe, weil da muss man mit zwei gleichen Affinitäten spielen. Jetzt können wir ganz gediegen hier unser Erdschwert nehmen. Oder Mensch? Ne, Erde natürlich wieder. Aber nichts mit Jubel. Schade, schade, Marmelade. Nehmen wir das einfach. So. Musu-Quellen, das passt. Ich trage den Stolz des gesamten Clans mit mir. Ja, die Zhuge-Family. Zhugedan. Der als Hund immer bekannt war. Ja, Zhuge Liang, der schlafende Drache, und er war halt nur der Hund. Das hat ihn immer so ein bisschen angepisst. Gut, wie sieht's denn aus? Sun Quan, Luxu und Gan Ning, Lu Meng, Ling Tong, Ding Fang, Lian Shi, Zuran, Zuan, Zhugeke, natürlich dabei. Zhuge Jin, Zhuge Liangs Bruder, direkt bei unserem Boss, läuft. Also die Burg ist schon ziemlich am Arsch. Zu Sheng haben wir noch. Noch was Interessantes? Nö. Sehr viele schon von neuen Wu dabei.
the main camp's defense. We must hurry, dann machen wir das mal. Hurry, hurry, hurry. Unter. Hurry, 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 it's good to be a Kartoffelpurry. Okay, los geht's. Ich nehme natürlich die Abkürzung hier rein. Früher habe ich das immer ignoriert. War ja sehr viel schneller. So, wir retten jetzt Shao Xuan. Hoffentlich. Aber das ist schon der falsche Weg. Super, läuft. Ja, das ist so ein richtiges Labyrinth. Ich verlaufe mich hier immer wieder gerne. Ich denke, dass wir den schon mal nicht mehr retten können. Der ist auch, glaube ich, da oben. Ja, nee, den können wir nicht gar nicht mehr retten. Ich weiß, da muss man einen ganz blöden Weg gehen, einen ganz blöden Umweg. Oder man, ja, der ist schon down, Mann. Ich überlege gerade, wie komme ich denn da schnell jetzt hin? Ich glaube so. Ich glaube so. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Hätte ich mich da nicht verlaufen, hätte man vielleicht retten können, aber ist jetzt erstmal egal, wenn ich die anderen noch retten kann. Es ist hier wirklich beschissen gemacht, dass Verbündeten hier sehr, sehr schnell sterben. Helfen Sie im Hauptlager. Nee, keine Zeit. Ich möchte jetzt erstmal hier wen anders helfen. Nämlich diesen Offizier hier. Wer ist das? Ja, Huxun. Jetzt schon fast tot. Obwohl da nur normale Truppen sind. Was zur Hölle, Mann? Haben die denn gar nichts drauf außer Zahnbelag? Nein, haben sie nicht. Das ist die Antwort. Genau die Antwort, die ich hören wollte. Eigentlich wollte ich sie nicht hören. Ich hätte schon gut gefunden, wenn die mal das könnten. Verbündeten. Ja, die kommen echt nicht gegen normale Truppen an. Dann kann ich denen auch nicht weiterhelfen. Ich möchte jetzt nur diesem noch helfen, weil der wirklich mal ein Offizier ist. Frank Chang, ich helfe dir gegen Quanzong. Wenn er besiegt ist, werde ich jetzt ganz schnell ins Hauptlager gehen und unseren Commander retten. Das ist Man Chong. Hätte ich mir denken können. Er hat sich ja die ganze Burg hier auch ausgedacht. Boah, was macht er denn? Bricht dir erstmal das Genick. Like Dong Zhua in Dynasty Warriors 7. Ah, so schlecht ist er nicht, nur die Range sackt von seinem komischen Stab, ne? Aber das habe ich ja schon in Dynasty Warriors 8 gesagt, was ich von Jugedan halte. Aber man kann ihn ganz gut spielen. So, Man Chong, ich komme! Langsam aber sicher stelle ich den Wert von mir im Schlachtfeld unter Beweis. Ja, bist du ja sicher? Bist du echt sicher? Erst wenn du Man Chong gerettet hast, kann ich dir dazu stimmen. So. Lend me your strength. Toll. Naja. Guter Rundumschaden, ne? Aber er hat es meist abgewehrt. Wenxin kommt zur Hilfe. Das ist doch cool. Zu diesem Zeitpunkt war Wenxin noch bei Wei. Weil Sima Shi ja auch noch der Boss war. Ne, Sima Yi sogar haben wir ja gehört. Scheint sehr fiktional zu sein, weil eigentlich war Sima Yi hier schon tot. Egal. Hauptlage ist gerettet. Moral ist auch wieder oben. Dann können wir ja zum Gegenangriff starten. Eigentlich schon. Ich habe irgendwie so ein schlechtes Bauchgefühl. Nö, Uzu geht's gut. Läuft bei ihm. Dann ist ja alles Paletti. Ah, Yu Shen, der hat aber ein bisschen Schwierigkeiten. Na egal. Ich muss jetzt ganz schnell zu Ding fangen. Der war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Habe ich noch richtig in Erinnerung. Ja, doch, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen erinnern. Ah, Jiang Yi ist geflohen. Kannst du dich ändern? Kann nicht überall sein. Ich denke, das Hauptlager ist wichtiger, als irgendeinen einzelnen Offizier zu retten, der keine Rolle spielt. Wir müssen jetzt echt schnell zu Ding fallen, ansonsten kriegen die gleich ganz viele Verstärkungstruppen und da habe ich nun wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, flieht nur alle, ich brauche ich nicht. Mach es halt allein durch. Komm, das Tor bleibt offen, ne? Ja. Ja, die werden jetzt alle sterben, ich sag's dir. Wenn Shin ist hingefahren, der wird auch gleich down gehen. Kannst du ändern? Ich muss. Nee, das ist, glaube ich, unsere Verstärkung, die wir dann kriegen. Alter, was ist mit ihm denn kaputt? Den Schaden gesehen? Boah, was ist denn mit dem Fang? Der hat gut gefrühstückt. Heute. Wang Yuanji hat Probleme. Darf die sterben? Wie sie es angehört. Ja, oh, sie darf sterben. Tschüss, Wang Yuanji. Und Qiu Jian. Gut, Sonja, jetzt sterben sie alle. Ist mir egal. So lange Ding vor. Ja, oh, ist gut. Läuft bei euch. Es ist so eine scheiß Schlacht, weil die Verbündeten einfach mal nichts können. So, jetzt sind wir ganz alleine. Mit Man Chong. Ich denke, ganz im Ernst. Was? Ich kann sie Ankunft. Haben wir doch. Geht doch. Jetzt müssen wir wirklich.
Jetzt müssen wir wirklich ganz, ganz, ganz schnell zum Hauptlager. Oder zu Simmerchau. Das wäre vielleicht noch wichtiger. Alter, das ist eine scheiß Schlacht, Mann. Beide sind in Gefahr, aber ich denke, Simmerchau hat noch mehr zu kämpfen, weil da ja auch schon die ganzen anderen gestorben sind. Wang Yuanji und Benshin und Guan Qujian. Ich weiß nicht, wer da so abgeht, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell zu Simmerchau. Gegen Pang Jun und Lu Kai schaffen sie es nicht, oder was? Da sind sehr viele Gegner. Trotzdem, Mann. Na gut, 4 Stück, ne? Okay, ich kann euch ja verstehen. Ja. Das ist eine behinderte Schlacht. Ich sag's euch. Wir sehen uns gleich wieder. Am gleichen Punkt. So, jetzt habe ich nochmal hier hingespielt. Dingfang ist jetzt gerade besiegt und jetzt können wir das auch ganz locker machen, weil es ist bis jetzt echt noch gar keine gestorben. Wahrscheinlich in dem Moment, wo ich das sage, stirbt gerade wieder einer. Ich kenne das doch. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus. Ich habe mich jetzt... Ich habe es gerade erwähnt. Ich sag's ja. Ich habe mich jetzt wirklich... Ja, Benji, jetzt geht es schon wieder los, oder was? Mich will um jeden Gegner erst gekümmert, bevor ich zum Anschauen gehe, aber ich denke, jetzt wird es schon ein bisschen besser sein. Als eben! Und schlechter geht's halt nicht. Und Simmerchau, der ist jetzt auch nicht in Gefahr, weil... Ja, so viele Offiziere, die können sich jetzt gar nicht staunen, weil ich die halt im Vorhinein schon alle besiegt habe. Das heißt, wir können uns jetzt ganz gediegen um die Verteidigung von der Hauptlager kümmern. Simmerchau wird nicht so leicht jetzt in Gefahr kommen. Oh, Jiang Yi, du schwebst aber in Gefahr. So. Was wir aber tun sollten, ist irgendwie da in der Mitte wieder hinzukommen. Weil das Hauptlager, naja, wird richtig auseinandergenommen, wenn die da oben sind. Selbst dieser Shao Huxuan lebt noch. Das ist auch ein Wunder, wie der es bis jetzt überlebt hatte. Entschieden halt noch ein bisschen durch. Du hältst sie ganz gut auf. Was wir jetzt machen müssen, ist Huxuan rennen. Habt ihr gesehen? Shao Huxuan. Da lebt er noch. Lol, oder? So, Ling Tong erstmal runter. Oder ist er nicht runtergekickt worden? Na egal. Kicke ich sie halt jetzt alle runter. Die schon mal den ganzen Weg nochmal gehen müssen. So. Ich sagte, ich kick dich runter. Tschüss. Geh baden. Tschüss, guten Flug. Einmal runter bitte. Nächste Etage. Fahrstuhl gibt's nicht. Im alten China. Wir schmeißen die einfach runter. So. Ling Tong. Ach, den bring ich jetzt gerade um. Zack, Genick gebrochen. Nö, was ist mit ihm nicht richtig, Mann? Chaos Mode hält halt mehr aus, ne? Aber so viel Schaden macht Jugedan jetzt auch nicht, aber. Was soll's? Ne, ich lasse die jetzt erst unten. Ich muss erst hier nochmal kurz rein, weil da sind auch schon welche. Und die üben gleich schön Druck auf Manchon aus. Und der ist ziemlich angeschlagen, weil ich der relativ spät erst war, wie ich schon eben erwähnt hatte. Oh, Shao Xuan, halte durch! Der ist ja wirklich fast am Arsch. Nicht mehr lange. Ah, das stimmt. Ich muss Sogwan tatsächlich mal recht geben. Lange hält Wei echt nicht mehr durch, wenn das so weitergeht. Verdammt. Ich hoffe, der Simmerchau hält noch durch, weil da kann ich jetzt nicht einfach mal so hin. Die hier noch alle sind. Ansonsten macht der Mann schon wirklich nicht lange mehr. Oh, das nervt hier. Die sind viel zu stark. Wieso auch nur Abwehr, ne? Na gut, ist jetzt klar, weil ich Musu zu aktiviert habe, aber trotzdem. So ein Shao noch. Aber auch Shao Xuan gerettet. Glaube ich zwar nicht, dass wir den irgendwie noch am Leben halten können, weil er wird jetzt gleich vor den normalen Truppen in der Flucht geschlagen, schätze ich mal. Da geben wir unser Bestes. So. Chiashong ist auch hier. Das war einer von den Verstärkungstruppen hier. Gut. Soweit so gut. Jetzt müsste Simmerchau auch in höchste Gefahr schweben. Weil eben halt Ganin jetzt aufmerksam auf ihn wurde. Sun Quan, Liu Zhan. Oh nee, ey, hier sind immer noch so viele. Wie ihn erstmal rüberschmeißt. Geil gemacht, Mann. Martial Arts vom Feinsten. So. Sun Quan. Ja, Shen Tai, es ist mir egal. Ob zu Simmerchau stirbt jetzt nicht. Es geht ja schon los. Die ersten haben da schon Probleme da unten. Einen muss ich jetzt dahin. Ganin gerade umbringen. Oh, was ist denn los, ey? Ich dachte, der hat so geile Musus. Der Jugedan, aber dem ist gar nicht so. Egal. Den Hauptangriff müssen wir jetzt abgewehrt haben. Ne, ich muss ja jetzt erst sehen, sonst sehe ich den Simmerchau schon wieder am Grund und Boden verzweifeln.
Nee, nee. Da müssen wir jetzt kurz hin. Oh, die Balliste hilft uns hier sogar, Mann. Oh, die haben wir ja auch zurückerobert, aber trotzdem. Mann, was ist das denn? Da sind nur so viele. Ich werde jetzt nicht zurückgehen. Nur wegen einem Offizier. Lend me your strength. Wir haben schon wieder voll Muskelzorn oder was? Krass. Und die Axt des Kriegsgottes liegt da einfach so rum. Auf jeden Fall mitnehmen. Oh, zu rar mit Waffenvorteil. Nee, 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 nee. Komm schon. So nicht, mein Freund. So, da liegt der neue Charakter. Eine Kombo und da ist er am Boden. So, jetzt ganz schnell gern ihn besiegen. Der will natürlich hier die Balliste zerstören, weil die ihn auch penetriert. Das war's schon. Das war's mit ihm. Klar, ne? Mit Musuzon ist es kein Problem. Aber trotzdem eine Aura gehabt. Also, nice Job, Jugedan. Jetzt muss ich doch wieder zurück. Ich sehe, dass das schon kommt. Da sind nicht so viele Gegner. Aber jetzt haben wir erstmal hier sind wir Ciao und Konsorten gerettet. Ah, ich hasse diese Schlacht. Hin und her, hin und her. Und die Verbündeten können hier gar nichts. Deswegen, oh, das gefällt mir gar nicht. Eine Schlacht kotzen könnte. Wenn ich das da ein heiße schon was, dann ist es auch wirklich scheiße. Weil ich eigentlich immer noch das Gute in den einzelnen Schlachten sehe bei Dynasty Warriors. Ja, einer der wenigen, die Dynasty Warriors schnell Kritik geben könnte. Ne? Gut. Ah, drei Gegner schon wieder. Was machen wir denn da? Den geilen Musu. Ist immer noch der beste, Mann. Oder wie sieht's mit dem Luftmusu? Ah, das war auch das Geile mit der Eis. Die Icy Depths. Genau, das war der beste, Mann. Alle eingefroren. Alle am Rande des Verzweifelns. Ah, geht schon klar, geht schon klar. Wenn er nicht immer abwehren würde. So. Schon ist das Problem jetzt auch gelöst. Weil jetzt kommen wirklich keine Eindringlinge mehr hier in die Burg. Denn die haben wir jetzt alle vernichtet. Und die restlichen Wu-Offiziere, die gammeln am Strand der Burg Hefei vor sich hin. Der neuen Burg Hefei, wenn man es richtig sagen möchte. Aber wisst ihr, wen wir noch gar nicht gesehen haben? Jürke? Und der versteckt sich da! Opfer! Den werden wir jetzt auf jeden Fall besiegen, Mann. Das kann ja wohl nicht angehen, dass er sich da einfach versteckt und aus der Schlacht rauszählt. Was für ein Spast. Einmal runter, bitte. Wo ist der Honk? Ey, jetzt mal ganz im Ernst, wo soll der Spinner sein? Jugeke, hallo. Wie spricht dein Tod? Wo ist der Spinner? Jetzt ernsthaft. Wie kommt man da hin? Der chillt irgendwo auf der Burgmauer oder so. Ah, ja, ja, klar, hier kommt man da hin. Aha. Ja, irgendwie an der Burgmauer. Was für ein Scheiß. Da ist er. Voll schwierig, den überhaupt mal zu finden. Welche Rolle spielt er in diesem Kampf, in dieser Schlacht? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Der stille Beobachter ist meistens immer der gefährlichste. Deswegen, einmal Genick gebrochen und das war's. Ernsthaft, er hat doch die Todesstrafe verdient, wenn er dann nur rumsteht. Das soll ein heldenhafter Krieger sein? Lol. So, wie sieht's denn jetzt aus? Luxon, Nianchi. Ah, die sind alle zusammen. Okay, wird nicht ganz so einfach. Nur eine Musu-Leiste und ziemlich am Arsch. Und halt gar kein Musu zu haben, aber Luxon ist ein Waffennachteil. Den kommt. Wow, Waffennachteil war trotzdem stark. Heilige Scheiße, was ist mit ihm denn los? Kriegen wir hin, wir kriegen alles hin. So, ist ein bisschen anstrengend, weil das war echt fies hier. Diese Schlacht. Hin und her, der ist in Gefahr, der ist in Gefahr. Ich möchte das echt nicht normal machen. Ist im Chaos-Mode echt eine ganz große Tortur. Das Geile bei Jugedan ist natürlich, dass er einfach mal die Abwehr mit den Sturmangriffen meist durchbrechen kann. Dann packt er sich die einfach und schmeißt es auf den Boden. Gleicht seine schlechte Range wieder aus. Wir müssen echt aufpassen jetzt. Yes, wieder ein bisschen mehr Leben. Versuchen wir das mal mit dem Rundum-Angriff hier, mit dem Rundum-Musu. Hab schon mal einen ganz guten Charme als Sun Quan gemacht. Jetzt gibt's die Icy Depths. Komm schon. Yes. Wie sieht's mit Sun Quan aus? Wo ist der Spinner? Hilfe! Hilfe! Seine Frau will mich vergewaltigen. Sun Quan, sie geht dir fremd. Ich würde mal aufpassen hier. Element Himmel und Sun Quan. War nicht so geheuer, egal. Geschnappt, auf den Boden geknallt und Genick gebrochen. Er steht da nur. Ist nur seine Frau, ne? Kann ruhig sterben gehen. Scheiße, die Bogenschützen, niemand Schaden. Fuck off.
Muss mir das einfallen lassen, Pferdchen. Wir müssen das Weite suchen. Muss ich jetzt irgendwie vom Pferd aus besiegen. Oh, diese Spinner hier. Drecksbogenschützen, elendigen Bogenschützen die. Komm, ein Treffer, noch ein Treffer, dann ist er down. Dann ist er down. Macht der Musu, natürlich macht der Musu. Hast du einen einzigen Treffer? Yes! Boah, das ist ein harter Shit. Voll schwer, die Schlacht in der Jin-Story im Chaos-Mode. Bis jetzt waren alle richtig knackig. Alle drei. Boah, sind wir schon fast tot. Ich bitte euch. Sollen wir es im Ultimate-Modus schaffen? Ganz im Ernst. Aber gut, das war nur den Chaos-Modus spielen. Alright, was erwartet uns im nächsten Part? Jugedans geheimer Plan. Ah, das ist episch. What-if-Szenario. Was wäre, wenn Jugedan nicht zu Wu übergelaufen wäre? Was wäre passiert, wenn Jugedan mit Sima Chao zufrieden gewesen wäre? Das ist episch. Dann tut er nicht so, nur so, als würde zu Wu überlaufen. Oh, das ist so geil. Eine der besten Schlachten überhaupt. Aber von Jin auf jeden Fall die beste in Extreme Legends 8. Ja. Da könnt ihr euch auf was freuen. Aber bis jetzt sage ich erstmal Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut rein.